Willkommen zurück, Leute, zu Black Ops 2. Wir sind hier stehen geblieben bei Gefallener Engel. Pakistan 2025. Jetzt spielen wir wieder David Mason. Bevor wir starten, gucken wir natürlich in die Waffen. Was haben wir denn hier alles eigentlich? SMR. Okay. Schrotflinten. Das ist eine Schrotflinte, sieht aus wie ein Sturmgewehr. Boah, wie viele Waffen es gibt, ey. Wie soll man sich da entscheiden? Ne, wir bleiben damit. Was ist das? Millimeter-Scanner. Lasermarkierung drücken wir auch nochmal drauf. Hier, zack. Geht nicht mehr. Naja, passt schon so. Sekundärwaffe hole ich mir auf jeden Fall so ein Scharfschützengewehr. Ich habe was Nettes gerade gesehen. Genau die hier nämlich. Und was nehmen wir da? Variala. Ja, das. Nee, das brauchen wir wohl gar nicht hier. Jo. Passt so. Semtex, passt so. Hier ballern wir auch natürlich wieder alles drei drin. Alle drei zusammen, du weißt Bescheid. Und jetzt starten wir einfach mal. Wir kennen ihn als DeFalco. Unser Undercover-Agent schickte dies von der Socotra-Insel. Jeno. Verrät. Danke, sehr, Admiral. DeFalco ist Menendez Nummer 2. Das Konzept der Empathie ist ihm vertraut, aber gleichgültig. Das stammt von einer Drohne vor 2 Tagen in einem verlassenen Gefängnis in Lahore. Wir haben letzte Woche den Kontakt zu einem Aufklärer über Pakistan verloren. Moment mal, der internierte Wissenschaftler aus Myanmar hat gesagt, Menendez nutzt Celerium für den Bau einer Cyberwaffe mit Namen Karma. Was, wenn Karma unsere Drohnen ausschaltet? Wisst ihr, dieser DeFalco könnte ziemlich unterhaltsam sein. Ziemlich. Hm. Wie wär's, wenn wir etwas Dampf ablassen, ne? Ein paar Runden im Ring? Gerne. Komm schon, komm leider mit mir. Was hast du gerade gesagt? Was? Das Wilde, ich sehe. Ich wurde entführt, als mein Vater starb, aber ich... Das bin ich nicht. Es war Menendez. Hat er Dad getötet? Also Woods nahm mich auf, als mein Vater starb, ja. Er sagte immer, ein Spinner hätte ihn getötet, ein Penner. Was zur Hölle ist hier los? Ja, super gut abgemischt. Ich habe kaum was verstanden. Also, ja, ich habe schon verstanden, aber es war sehr leise, die Stimme irgendwie. Obwohl ich die schon lauter gemacht habe. Der ISI hat uns festgenagelt! Na los, wir müssen das Ding heute noch zum Laufen bringen! Ich versuche es! Das Ding scheint zu klemmen! Sie nähern sich! Da! Geht wieder! Floreinheiten aktiv! Waffensysteme online! Boah, was ist das für ein krankes Visier? Ja.
Boah, was ist das für ein krankes Visier? Heftig. Das gibt's glaube ich auch im Multiplayer, ne? Eine Drohne? Welche Drohne? Wovon redest du? Was war das denn jetzt? Es sah so aus, als würde ich von hinten kaputt gekloppt worden sein. Guck mal, wir müssen nicht mal richtig zielen. Es zeigt trotzdem an, wo die sind. Auf dem kleinen Bildschirm hier. Boah. Was ein mega krasses. Ja. Visier einfach. Das ist ziemlich krass. Boah, Junge. Alter, hab ich verzogen jetzt. Zwei mit ein, zwei mit ein. Ist er weg? Zurücksetzen! Der Anzug liegt 2 Kilometer südöstlich von uns. Klaus, ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Salazar, Crosby! Bringt sie rauf, wir sammeln uns bei Anthem. ISI-Truppen beziehen Positionen auf der ganzen Straße. Ja, geh mal rein, ihr kleinen Süßen. Nutz alles als Deckung. Pass auf, Satchin. Bringt Brutus und Maximus rauf, damit wir Deckungsfeuer haben, während wir auf der Straße... Brutus und Maximus? Was? Was ist los, ey? Brutus Brutalus, oder was? Wer kennt ihn nicht? Satchin, Brutus und Maximus in Position. Mann, das hier wird so komisch angezeigt. Meistens kann man zerballern hier. Ne. Hätte ja sein können, dass man sich so einen Weg freisprengen kann. Das wäre cool gewesen. Aua, du Sackgesicht. So ein Schnettchen. Ohne Scheiß, ich krieg's manchmal. Manchmal merkt man das gar nicht so richtig, dass du angeschossen wirst. Da kriegst du einfach nur Schaden. Warum ist halt? Ja, ist halt so. Was hier alles angespült wird für Kacke, ey. Wir sammeln uns bei Anthem! Boah, sorry. Scheiße, Mann, hier wird alles weggespült. Wo ist die Waffe denn da? Mal ein bisschen andere Waffen auch noch zeigen, weißt du? Das muss ja sein, du. Die ISI-Truppen auf dem Weg zu uns. Was ist das für ein Lärm? Komm hier rüber! Wir müssen runter von der Straße!
Schieben! Schieben! Eins, zwei, drei, schieben! Und neun! Oh, Scheiße. Das war echt knapp, ha? Huh? Ich hab meine Eier noch. Wie ist's bei dir? Gehen wir. Anthem ist gleich da vorne. Komm schon. Was für eine Sauerei. Die waren auf die Überflutung nicht vorbereitet. Wer den Scheiß haben sie mehr oder weniger sich selbst überlassen. Nicht gut. Nicht gut.